So, willkommen wieder zurück bei Wario Land, Super Mario Land 3 mit seinem tollen Alias. Wir haben letztes Mal bei Snow Canyon stehen geblieben. Und hier mache ich auch einfach gleich mal weiter. Genau an diesem Ort hier. Und das Level ist ein bisschen entspannter als das davor. Hier können wir jetzt wieder durchatmen, aber gleich das erste Level in dieser Unterwelt hier war natürlich heftig gewesen. Snow Canyon, gehe ich mit sehr, sehr viel Respekt an, wegen der ganzen Lava, die hier unter einem ist. Einfach weil einmal die ganze Zeit droht, dass man hier abstürzt. Dass man hier wirklich in diese Lava fällt. Und das ist das erste Level, dass man die ganze Zeit damit droht, ey, pass auf, wohin du gehst. Weil du könntest auch in die Lava reinfallen. Hier finde ich witzig diesen Grafikbug, dass man hier durch die Leiste durchsehen kann, wenn die Plattform da untergeht. Das ist ganz witzig. Ja, immer ganz lustig, dass man das so durch die untere Anzeige da unten sehen kann. Allgemein witzig, diese Designentscheidungen, diese ganzen, die ganze HUD-Anzeige in Anführungsstrichen, sag ich mal. Dass sie das da unten platziert haben. Das ist ja auch nicht üblich gewesen damals. Eigentlich war alles immer oben gewesen. Hier ist schon mal ein Checkpoint. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, mal nicht. Werde ich wahrscheinlich bereuen, aber selbst wenn. Ist halt so. Hier können wir auch rankommen mit unserem kleinen Fackellicht hier. Hier kriegen wir nochmal ein paar Herzen. Auch richtig geil. Kann mir nichts zu sagen. Nehme ich gerne einfach mal so hin. Das mache ich gerne. So, jetzt müssen wir hier auch aufpassen. Ja, hier versinken die Blätter auch in einem sehr, sehr unregelmäßigen, irrationalen Pattern. Wie ich immer so sagen pflege. Von daher müsst ihr da aufpassen, dass ihr nicht auf die Schnauze fliegt. Jetzt machen wir uns mal wieder groß. Warum auch nicht? Ich hoffe, ich brauche die Flammenwerferkraft nicht. Aber da müssen wir wieder aufpassen. Die Münzen sind zwar sehr verführerisch, aber ihr müsst trotzdem aufpassen, dass sie da nicht reinfällt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sag's ja. Wenn ihr da die Sprünge nicht richtig timet, beziehungsweise zu lange zögert, dann gehen die Plattformen zu schnell unter. Oh Gott. Ja gut, da wurde ich jetzt zurückgeschlagen von so einer blöden Plattform. Zum Glück komme ich noch am Levelende an. Ja, und wir werden dabei ja eh wieder groß, was soll's. Gut gemacht, kleiner Mario, Wario. Du bist wieder ein großer Wario. Wieso ist er eigentlich Zwiebeln, um größer zu werden? Ja, da ist sie wieder. Die Wahrsagekugel von Peter Steiner, die schwarze. Womit er vorher gesehen hat, dass It's Cool Man ein Riesenhit werden würde. Und er viel Geld kriegen würde. Ab zum nächsten Level. Ja, ich habe das Gefühl, hier gab es auch ein Geheimlevel hier bei Stove Canyon. Oh nein, ist die Klonk-Musik wieder. Wow! Oh nein, also. Oh, dieses Geräusch! Mann! Geh weg! Oh, okay, machst du das auch nochmal? Oh, los, mach! Los! Mach endlich! Das ist witzig. Okay, gut. Das ist ein witziges Geräusch. Oh nein, da will mich. Ah, Lava. Okay, oh Gott, nein, ihr dürft nicht mehr. Okay, gut. Ah, okay, gut. Jetzt sind wir über die Lava-Dinger. Da muss man natürlich ein bisschen mit Respekt umgehen. Und wo stehe ich da drauf? Also. Ich kann nicht anders als diese Geräusch tun, auch wenn es nervig klingt. Aber es ist einfach zu witzig. Ich kann nichts tun. Ich kann da nichts gegen machen. So, ich glaube, hier können wir mal einen Checkpoint anlegen. Weil das ist schon ziemlich schwer, das Level hier. Aber zum Glück haben die Pupsmusik auf unserer Seite. Ich habe den Typen einfach reingeschoben. Wie nach Worms-Partien, das auch geregelt ist. Stupser, die beste Waffe im Worms. Immer einfach anstupsen und der fällt einfach irgendwo rein. Total blöd eigentlich die Attacke. Man könnte alles andere einsetzen. Oh nein! Leute. So. Das ist lustig, ne? Ich mag das Geräusch. Er macht immer. Kann ich hier groß werden? Ne, gibt's nur ein Herz. Und ein Leben dafür. Diese Flammen, ne? Die sind echt bedrohlich. Weißt du nicht, wie schnell die wieder rauskommen? Die kommen sehr schnell wieder raus. Machen wir mal groß mit dem Jetpack. Dann bin ich wieder ein bisschen schneller. Könnte da jetzt rüberfliegen, wenn ich wollte. Aber ich glaube, das lassen wir mal ganz dezent sein. Und halten uns da mal raus aus dieser Lava-kranken Scheiße, dass er will, dass ich da rüberfliege. Ich fliege aber gerne hier rüber. Das können wir gerne machen. Knall. Habt ihr es gehört? Richtig so. Ah, Mama! Okay, gut. Ah, Mama! Okay. Hört auf damit. Bin ich nach meiner Mama schreien. Kann ich hier lang? Nein, leider nicht. Hätte ja klappen können, ne? Kann ich in die andere Richtung? Nein, auch nicht. Man muss immer über den Bildschirmrand gucken. Das, was ihr nicht sehen könnt, ist meistens da, wo der Geheimbereich ist. So. Los, gib mir Geld. Ja, ich gebe dir dein Geld und damit wäre das auch abgeschlossen. Yeah, Peace, Leute. Ich hab gewonnen. Eigentlich macht er gar nicht Peace, weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Wir haben nicht genug Geld. Ja. Oh ja, unsere Preise sind wirklich unnachahmlich schön. Anders kann man es nicht sagen. Ja, ich wusste es. Hier ist,
Okay, hier muss ich sagen, ich weiß es jetzt so aus dem Kopf nicht, wo das Geheimnis ist. Also das ist auch wieder ein Zwei-Wege-Land hier. Und ich weiß, dass ich die... Ah, nee, ich weiß es wieder. Okay, gut, ich weiß ungefähr, wo es sein wird. Ich weiß es wieder ungefähr. Es ist die lustige Zugmusik. Es ist jetzt die lustige Zugmusik, die ich so gerne mag. Müsst ihr mal ein bisschen hören. Okay, ihr habt das genug, die Musik gehört, auch wenn sie noch so witzig ist. Ich liebe diese Musik einfach. Die ist einfach so. Da haben sie diese komische Sounddatei einfach völlig vergewaltigt. Ich finde das so lustig. Das ist einfach nur lustig. Also, es ist mir egal, was jemand anderes sagt. Ja, das ist lustig. Hier, genau an der Stelle, das ist lustig. Yeah. Okay. Habe ich cool ausgetrickst, Leute. Den will ich mitnehmen. Den eher nicht so. Hier mit einem blöden Stachel, wisst ihr? So, man muss sich immer ungefähr zentrieren, wo man sein will. So. Oh Gott, das war dann doch ein bisschen knapper gewesen, als ich es gerne wollte. Und jetzt mache ich hier ganz schön krassen Scheiß hier. Das sollte ich mir vielleicht mal sein lassen. Oh yeah. So, ich weiß, dass ich hier irgendwo gleich hochfliegen muss. Ich weiß es. Ah, da war es halt so gewesen. Da muss ich hier runter. Und dann komme ich hier hoch. Und das ist der Geheimgang. Das ist der Geheimnis, genau hier. Habe ich damals als Kind immer sehr schwer gefunden, den Sprung zu machen. Beziehungsweise in dem Fall muss ich ja nicht den Sprung machen, wenn ich ganz in die Eselhut habe, sondern ich muss einfach nur durchfliegen. Das ist das Geile. Das ist das richtig Geile. Oh, wir haben über 1000 Geld jetzt endlich. Ist das nicht geil? Richtig viel Geld haben wir jetzt. So, und das führt uns zu diesem geheimen Ort. Ich glaube, hier gab es einen Schatz. Ich glaube, hier gab es einen weiteren Schatz. Ja, ich glaube, das war der einzige Sinn für diesen Level, dass ihr hier einen Schatz finden könnt. Jo, da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Schlüssel? Und ich glaube, der war nicht leicht versteckt gewesen. Ich glaube, der war nicht leicht versteckt. Mal sehen, wo wir ihn finden. Ach, das war ja der Witz an der Sache. Das war eine einzige Schatzsuche, dieses ganze Level. Es geht nur darum, diesen verfickten Schatz zu finden. Oh Gott. Das wird schwer. Und ich glaube, das war viel mit Schaltern und... Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Hier komme ich auf jeden Fall nicht lang. Ich glaube, hier komme ich nur als großer Man lang. Ja, als kleiner Man. Ja, hier geht leider das Schlüssel noch präsentiert. Aber der Schlüssel, der bleibt irgendwie weg. Okay, hier muss erst so das Wasser angemacht werden. Das war eine Reihenfolge von Dingen, die man tun muss. Und euch werden erst die anderen paar Bühnen gezeigt. Wir werden erst die anderen Bühnen gezeigt, was ihr machen müsst. Bevor ihr handeln dürft. Ja, erstmal muss das Wasser her. Erstmal brauchen wir das Wasser. Das ist erstmal das Wichtige. Das Wasser kriegen wir, glaube ich, hier. Bevor ich das aktiviere, gucke ich nochmal kurz hier rein. Auch hier muss das Wasser her. Ja, wir brauchen erstmal Wasser. Definitiv. Also, Schalter her. So schnell geht's. Und da haben wir schon mal Wasser. Ah, nein, nicht wieder rausgehen. Das brauchst du nicht, Wario. Das ist schon okay so. Du kannst auch einfach hier weiter rumfliegen. Das ist völlig okay. So, dann gibt es hier, glaube ich, ein paar Sachen. Ja, hier ist der Schlüssel schon mal. Ist das nicht fantastisch? Den hätten wir schon mal. Ja, es gibt aber auch noch ein Level-Ende, glaube ich, irgendwo. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Erstmal wollen wir mit dem Schlüssel ankommen. Den nehmen wir erstmal mit jetzt. Den bringen wir mit nach Hause. Sei denn, ich finde hier noch irgendwas Interessantes. Man kann ja mal gucken gehen, ne? So ist es ja nicht. Ich nehme meinen Schlüssel einfach überall mit hin. Ja, schicker Ort hier, ne? Schon schick. Aber hier ist leider nichts. Ja, nur hier mal gucken. Einfach mal angucken hier das Ganze. Oh Gott. Okay, das ist gefährlich. Das genau hier ist gefährlich gewesen. Das war ja gruselig schon fast gewesen. Achso, wir können den Schalter drücken. Vielleicht hätte ich das nicht mit den Schlüssel machen sollen. Da habe ich aber Glück gehabt, dass die Plattform so schnell genug wiederkommt. Ich brauche jetzt aber den Schalter wieder, um das Wasser oben zu aktivieren. So war das, glaube ich. Ja, genau. Gut, damit hätten wir schon mal Wasser wieder hier oben hin. Und dann können wir wieder runterklappen. Wie einfach so eine Punk-Frisur hat der Wario, ne? Oh Gott. Nee, das wollte ich nicht beides in der Hand haben. Da kann ich sehr gut drauf verzichten. Naja, hat das Spiel auch einen richtigen Ausgang? Ich meine, dieses Level hier. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat genau denselben Eingang, wie es der Ausgang ist. Oh Gott. Nee, das bleibt mir aber lieber fern. So.
Hier haben wir ein Herz. Und hier ist ein Ausgang. Was ist hier? Oh, eine riesige Münze. Gibt einer so 100 Münzen. Ja, warum auch nicht? Also meine Eselflugkappe wieder. Hey, wir sind wieder groß. Das ist doch cool. Was will man mehr? Ne, mehr will man nicht. Das Blöde wäre halt gewesen, wenn wir jetzt weiterhin... Wenn wir jetzt weiterhin klein gewesen wären. Da wäre das Blöde gewesen. Wie sag ich das? Ja, genau, dass wir die Truhe nicht aufbekommen hätten. Das wäre eben halt scheiße gewesen. Das wäre nicht funktioniert, das hätte nicht funktioniert. Aber ich jetzt schon dachte, hier muss man durchkriechen. Sonst kommt man hier nicht weiter. Gut. Gehen wir hier wieder runter. Und ab zum Ausgang. Doch übrigens irgendwie auch der Eingang ist. Ich glaube, dieses Level hat echt keinen richtigen Ein- und Ausgang. Bin mir relativ sicher. Aber erstmal, was hat Peter Steiner diesmal für uns versteckt? Es ist ein Siegerpokal! Den hat er dafür bekommen, wie die Wahrsagerkugel gesagt hat, weil das so gut angekommen ist. Da hat er ja so einen großen Oscar für bekommen. Eigentlich nicht, aber das hat er immer seine Truhe gesehen und er hat ihn halt wirklich einmal bekommen. Nur das sage ich euch nicht von wem. Ja, das müsst ihr jetzt selber rausfinden. Ja, das war das Level, Leute. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Das war's. Es ist an sich einfach nur eine kleine Plattform. Ja, das war's dann mit Wario für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Nächstes Mal gehen wir dann wieder das Level hier durch. Und dann gehen wir zum Boss. Das ist gruselig. Und danach geht's dann noch ganz woanders hin. Oh shit, oh shit.